Servus, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute möchte ich mit euch mal über das Thema Energiemanagement auf Tour sprechen, beziehungsweise darüber reden, wie ich meine Geräte unterwegs mit Strom versorge und gleichzeitig versuche, möglichst wenig Gewicht in meinen Rucksack zu packen, denn das ist nicht immer ganz so einfach unter einen Hut zu bringen. Grundsätzlich hat man ja zwei verschiedene Möglichkeiten auf Tour. Entweder man setzt auf klassische Powerbanks oder man nutzt ein Solarpanel. Zum Thema Solarpaneele habe ich auch schon das ein oder andere Video gemacht. Eins verlinke ich euch einfach mal hier in der Videobeschreibung. Das ist das Solarpanel, was ich seit einiger Zeit nutze, womit ich auch eigentlich ziemlich zufrieden bin. Aber ich habe für mich selbst einfach herausgefunden, ein Solarpanel macht für mich nur unter bestimmten Einsatzbedingungen Sinn. Und das ist, wenn ich A, mehr als 3 oder 4 Tage unterwegs bin, eher 4 bis 5 eigentlich. Und wenn ich B, keine Möglichkeit habe, meine Powerbanks unterwegs an einem Netzstecker, also an einer Steckdose wieder aufzuladen. Und da ich ja hauptsächlich in Zivilisationsgebieten unterwegs bin, habe ich also immer meistens eine Hütte oder sonst was, zur Not ein Hotel oder eine Bäckerei, wo ich eben meine Energiereserven wieder aufladen kann. Und daher macht für mich ein Solarpanel nicht unbedingt immer Sinn. Und ich konzentriere mich da mittlerweile auf Powerbanks. Ansonsten ist es ja auch so, Solarpaneele werden immer leichter, werden immer kleiner und immer leistungsfähiger. Das Gleiche gilt aber auch für die Powerbank. Und moderne Powerbanks wiegen bei weitem nicht mehr das, was sie vor 5 Jahren gewogen haben. Und gleichzeitig bieten sie mir einfach den Vorteil, dass ich ja meine Geräte schneller damit laden kann im Vergleich zu einem Solarpanel, was im Zweifel den ganzen Tag braucht, um meine Geräte zu laden. Wenn ich also die Wahl habe zwischen Powerbank und Solarpanel, entscheide ich mich in der Regel immer für eine Powerbank. Es wäre für dieses Video jetzt sicherlich nicht ganz fair, wenn wir hier von meinem persönlichen Energiebedarf ausgehen. Denn als YouTuber könnt ihr euch vorstellen, habe ich einfach einen wesentlich höheren Energiebedarf als der normale Wanderer. Ich muss unterwegs meine Kameraakkus gegebenenfalls nachladen, ich muss Kameralichter laden können, vielleicht muss ich externe Mikrofone laden können und ich brauche somit auf Tour natürlich wesentlich mehr Energie wie jemand, der nur in Anführungsstrichen sein Handy laden möchte und auch sonst versucht, über seine Tour möglichst wenig Strom zu verbrauchen. Und daher gehen wir jetzt in diesem Beispiel einfach mal davon aus, dass ich euch eine Tour als Beispiel nehme, in der ich nicht filme, also in der ich auch als ganz normaler Wanderer, wie die meisten von euch da draußen unterwegs bin, mit einem ganz normalen Energiebedarf. Und da setze ich eigentlich schon seit vielen Jahren auf Produkte der Firma Enker. Ich habe hier eine 10.000 mAh Powerbank und diese Powerbank besitze ich schon seit einigen Jahren. Und das war auch meine erste Powerbank, die ich mir gekauft habe. Die ist allerdings ziemlich schwer für eine Powerbank und ja, ich blende euch mal Gewichte und technische Daten der Powerbanks hier einfach mal mit ins Video ein. Aber sie macht, was sie soll. Sie funktioniert seit vielen Jahren zuverlässig. Sie hat auch einen intelligenten Lademodus, sprich, dass die Powerbank erkennt, was für ein Gerät angeschlossen wird und nutzt dann natürlich die möglichst optimale Ladespannung, um den Akku im Gerät nicht zu beschädigen. Von daher diese Powerbank plus ein, 3-in-1 Kabel, was ich immer dabei habe. Das ist jetzt nur beispielhaft. Das heißt, ihr habt hier USB-C, Micro-USB und Lightning. Je nachdem, was ihr laden möchtet, ist das hier eigentlich immer so meine Standard-Energieausstattung gewesen. Mein kleines Kraftwerk im Rucksack. Mittlerweile muss ich sagen, setze ich diese Powerbank sehr, sehr selten ein, weil ich einfach diese Powerbank nur dann brauche, wenn ich wirklich 3 bis 4 Tage unterwegs bin. Ansonsten ist mir die einfach zu schwer und sie hat auch zu viel Energie dabei. Irgendwann bin ich dann umgestiegen auf eine 5000 mAh Powerbank von Sunnybeck. Die habe ich heute auch noch sehr viel im Rucksack dabei, einfach weil sie sehr angenehm leicht ist. Sie lädt mein Handy 2-mal nicht ganz auf und durch diesen kabellosen MagSafe-Anschluss brauche ich eigentlich auch dieses Kabel nicht mehr mitnehmen, wenn ich nur das Handy dabei habe, sondern ich kann einfach mein iPhone hier drauflegen und kann das iPhone dann über Nacht kabellos an der Powerbank laden
oder ich lege beides zusammen, eben magnetisch verbunden in meinen Rucksack und da lädt das iPhone dann. Und so habe ich eben A, ein bisschen Gewicht an der Powerbank gespart und B, habe ich natürlich noch das Kabel gespart, was jetzt nichts wiegt, aber es ist wieder ein Teil weniger, was wir im Rucksack haben. Und von daher habe ich sehr, sehr häufig diese Powerbank dabei gehabt. Alternativ habe ich auch noch relativ oft diese von Anker dabei. Das ist auch eine 5000 mAh Powerbank. Ich verlinke euch alle Powerbanks mal hier unten, sofern es die überhaupt noch gibt. Müsst ihr mal gleich in der Videobeschreibung gucken. Und ja, die liegt jetzt häufig bei meiner Frau im Rucksack. Aber seien wir mal ehrlich, auch das ist ja eigentlich zu viel für eine kleine Tagestour. Sprich, 5000 mAh, da kann ich mein Handy zweimal laden, plus die Ladung, die ja am Anfang der Tour, da ist das Handy ja meistens voll. Das wären drei Handyladungen, das braucht eigentlich kein Mensch auf einer Tagestour. Und so habe ich mich da ein bisschen umgeschaut, ob es nicht noch eine Möglichkeit gibt, noch mehr Energie zu sparen. Die dritte und letzte Powerbank, die ich euch heute gerne vorstellen möchte, ist wirklich winzig, beziehungsweise sie ist sehr flach und sehr leicht. Sie passt nämlich in ein Portemonnaie und ja, das ist mein Wanderportemonnaie und dort passt in das Kreditkartenfach diese kleine 2500 mAh Powerbank. Hersteller ist irgendein chinesischer Manufacturer und ihr seht, ihr habt hier eine sehr, sehr flache Powerbank, die wirklich schön ins Portemonnaie passt mit integriertem Ladekabel. Und mit dieser Powerbank schaffe ich es, mein iPhone einmal zu 90% aufzuladen. Ich bin ganz ehrlich, mir reicht das als Notfalloption völlig aus. Ich nehme auf Tagestouren eine Powerbank eigentlich nur dafür mit, dass die Tour mal unerwartet lange dauert. Ich vielleicht viel fotografiert und gefilmt habe und plötzlich der Akku leer ist und ich navigieren muss oder ich einen Anruf tätigen muss, weil ein Notfall eingetreten ist. Und genau für so einen Zweck nehme ich auf einer Tagestour eigentlich nur eine Powerbank mit, also als reine Notfalloption. Und da reicht mir eine 90% Ladung des iPhones vollkommen aus, denn im Zweifel möchte ich ja nur mal kurz auf die Karte schauen oder möchte einen Notruf absetzen. Da brauche ich kein 100% geladenes iPhone. Wenn ihr ein Handy mit einem kleineren Akku habt, dann kriegt ihr es vielleicht mit diesen 2500 mAh auch hin, euer Handy komplett zu laden. Das kann ich nicht beurteilen. Aber für mich reicht eine Ladung von 90% im Vergleich zu diesen großen und schweren Akkus, die ich hier habe, vollkommen aus auf einer Tages- oder Bergtour. Daher befindet sich diese Powerbank bei mir auch immer in Portemonnaie oder in meinem Erste-Hilfe-Set. Gerade wenn man ein wasserdichtes Erste-Hilfe-Set hat, bietet es sich dort an, die Powerbank reinzupacken. Ich habe mir auf meinem Handy eine wiederkehrende Erinnerung gesetzt. Jeden ersten des Monats erinnert mich mein Handy kurz einmal dran, den Ladezustand dieser Powerbank zu checken. Und so bin ich auch immer sicher, dass ich auf Tour eine volle Powerbank zur Hand habe. Und mir reicht das vollkommen aus. Daher würde mich natürlich auch mal interessieren, wie ihr das Thema seht. Oder wie löst ihr das Thema Energieversorgung auf Tour? Habt ihr tendenziell Powerbanks mit, zu große, habt ihr eher zu kleine Powerbanks, nutzt ihr vielleicht Solar-Powerbanks? Schreibt mir eure Meinung zum Thema gerne in die Kommentare und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!